Ja, da warten sie schon. Der Terminator hat den LKW geklaut. Ah. Boah, 6 Sterne. Locke jetzt die Kopf vom Lagerhaus weg. Ajo! Genau! Mit 6 Sternen! Ich muss mich irgendwo verkriechen, wo ich mich nicht kriege. Die machen jetzt keine Sirenen mehr an, ich bin jetzt Staatsfeind. Super. Finde ich auch sehr nett. Boah, weg hier. Army-Soldaten sind nicht lustig. Weil die reißen uns nämlich in den Tod. Ganz schnell. So, ja, wie sollen wir das jetzt machen? Natürlich Polizei hinten im Arsch und dann noch 2 Minuten, also die Hälfte von dem Ding weg. Oder fast die Hälfte. Geht schon langsam los hier. Na, ich habe eine Idee. Wir fahren einfach zum Flughafen. Aufs Flugfeld. Da können sie uns am wenigsten was tun. Wir fahren jetzt im Kreis. Die Kampfhubschrauber. Tja, das ist schlecht gelaufen für dich, Mr. Cobb. Crazy. Ich hab's geschafft, du kleiner Hurensohn. Ja, natürlich. Da machen sie uns nix. Da können sie uns echt am Arsch lecken. Vor allem explodieren die schneller als unser Auto. Das ist Blödsinn, überschlagen sie auch noch. Okay, what you say? Na, 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 na. Geht nach Hause, kennt ihr das? Geht nach Hause, kennt ihr das? Dammit! Flugzeug incoming. Oh! War jetzt nicht so gut, aber hat geklappt. Nein, 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 nein! Nein, du scheiß Heli! Mach mir das jetzt ja kaputt. Alter, ich fick deine Mutter. Komm, komm, komm. Weg, weg, weg. 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Motherfucker! Boah, ist knapp, Alter. Alter, scheiß Helikopter mit seinen scheiß Kugel im Panzer durchbrechenden Kugeln. Das war's noch mit dem. So, fahren wir wieder zum Donald. Ne? Da bestimmt noch einen lustigen Auftrag für uns. Vielleicht mal einen Auftrag, wo man nicht gerade umgebracht wird. Wäre sehr nett. Vielleicht. Das packe ich noch hopp. Ha! Noch geschafft. Und jetzt machen wir den Twister. Das war geil. Wer was dagegen sagt, kriegt auf die Fresse. Das war natürlich jetzt scheiße. Was geht? Du wirst das Kind nicht abtreiben. Das übernehme ich für dich.
Boah, wie assi. Wieso? Lass verschwinden. Okay. So, zum Thema keine Leute töten, ne? Okay, damit sind die Donald Ruff-Missionen verendet, weil er ist nach Hause gegangen, wie es aussieht. Aber kann uns ziemlich egal sein. Alles klar, dann gehen wir jetzt nochmal schnell speichern. Dann fahre ich zu dieser Asakira. Google das mal, dann wisst ihr, wer das ist. Das ist eine ganz, eine ziemlich bekannte Darstellerin. Diese Asakira. Ziemlich interessante Frau, müsst ihr echt mal googeln. Die macht echt super Filme, muss man echt sagen. So, da sind wir bei der Asakira. Werden wir natürlich gleich wieder abgeballert. Das ist jetzt Yakuza-Gebiet. Wir haben es übernommen. Unsere Baustelle. Fatze. Alles klar. Auf geht's. Der Köder. Schon wieder. Wo hat sie jetzt einen schwarzen Stock? He's revealed the extent to which Catalina fears your quest for revenge. She has 3 death squads dotted around Liberty, whose sole job is to hunt you down. Act as the bait and get the death squads to follow you to Pike Creek, where some of my men will be waiting for them. Ja, wenn man das Gesicht gehauen bekommt, tut es sicherlich weh. Okay. Alles klar, wir müssen also diese Menschen, wo uns umbringen wollen, in eine Falle locken. Alles klar. Aber wir sind schon wieder Köder. Ich fühle mich so schlecht, wenn ich die ganze Zeit als Köder benutzt werde. Ich bin doch kein Fisch. Ich bin doch kein Angler. Ein Köder, ich bin doch kein Wurm. Warum hast du denn eigentlich nicht ihren toten Bruder genommen? Als Köder. Als der Kämpfi. Fahrt mal hinterher. Hallo Kämpfi. Dann nehme ich 5 Kampf in 4 Pfiff. No FOMO. Hallo. Wenn es die Asakira sagt, dann muss es wohl stimmen. Alter, die Musik, ne? Da kriegt man ja epileptischen. Ja, ich weiß, wer du bist. Du bist mal dein Auto. So sieht's aus. So. Zappe. Und weiter geht's. Fahrt außen rum, kann ich jetzt auch nichts dafür. Also die rosanen Punkte zum gelben Punkt. Auf geht's. Können sie auch selbst ausschalten. Müssen sie nicht unbedingt in die Falle locken. Aber das macht natürlich mehr Spaß. Obwohl. Also mal so sind. Komm schon, Death Squad. Fahr auf mich zu. Na los. Tu es. Das hat nichts gebracht. Nice. Weg! Ah! Fuck! Scheiße! Was habe ich getan?
Ja, Spieladen. Alles kein Problem. Alles geplant. Verstehen Sie, ne? Ja, so quasi. Alles geplant. Oh Mann, oh, das ist dumm, Alter. Ich hab auf die eine Rakete gebombt. Die sind einfach nicht kaputt gegangen. Ich muss also die Falle benutzen. Oh, wie behindert. Ja, was mache ich denn? Die hocken in einem Panzer, Panzerauto drin und wenn die mich verfolgen, dann ist Zapp oder was? Zeit, dass ich nach Kolumbien auswandle. Da, die sind jetzt alle Liberty City, kann ich nach Kolumbien auswandern, da warten sie mich am allerwenigsten. Ja, der Köder, ich weiß schon. Der wird wieder abgezogen. Alles klar. Too much spunk business at one. Bad man. Bad vibe. Tschüss. Kacksender, kannst du in die Hose gehen. Alter, gibt's auch mal andere Lieder. Immer die gleiche Scheiße. Übertrieben Scheiße. Was ist denn hier? Das ist bei den Adler. Flash, flash, so wie ihr, jo. Jetzt kommen gleich wieder die Panzerwagen und die ballern uns wieder weg. Weg. Weg, weg. Ich hab gefurzt. Auf geht's. Ados, wir müssen los. Ich hab mir ja schon Dead Spot seit dann. Fahrt auch wenigstens ein Schaltauto. Tut mir den Gefallen. Führt auch schon auf für die größten Achsenwald und dann müsst ihr auch mal was dafür tun. So Jungs, haltet euch bereit. Es geht los. Obwohl, ich könnte mich eigentlich da hinten verstecken. So, tschüss. Ich fahr erstmal im Kreis. Was macht denn jetzt? Fährt er wieder zurück? Oh, du Homo. Verarschen, soll ich dich jetzt jagen oder was? Ich bin der Köder in der Mission. Es ist meine Aufgabe. Meine Scheiße, wenn ich sie aus dem Klo ziehen will. Was macht ihr? Wunderbar. Traumhaft. Und jetzt? Warum soll ich das Killerkommando gerade eben da reinlocken? Ich verstehe das nicht. Die sind da hinter mir her. Hinter mir. Dann kann ich die doch umbringen. Ich verstehe nicht so die Logik gerade eben. Aber egal. Wenn der gegen die Wand fährt, was soll ich denn da machen? Soll ich ins Auto scheißen? Ohne Kack. Was ist mit euch? Jetzt mal, kann mal gucken. Uhrzeit und so, ne? Ah, 22:26 geht voll klar. Ich habe 10 Stunden, glaube ich, jetzt insgesamt. Sind umgerechnet, ja. 3. 3 Parts pro Stunde. So, 30. 30 bis 35 Parts werden es werden, wenn ich den 20 Minuten Parts hochlade, aber ich bin mir da noch nicht sicher. Aber wenn ich das fertig habe, dann fange ich gleich mit Vice City an. Das steht fest, ich habe voll Bock auf GTA. Ich darf mein eigenes Killer-Squad, was hinter mir her ist, nicht kaputt machen. Das muss mir mal jemand erklären, ey. Das kommt mir keine Sau. Ich habe mein eigenes Killer-Squad, das auf mich ausgesetzt ist, nicht kaputt machen.
das, ey? Die Musik. Ja, ich fahr erst auf die rechte, dann wieder auf die linke und dann wieder auf die rechte. So ist überholen von den NPCs hier auf der Straße. Meine Fresse, Alter. Ich kann mich über viele Sachen aufregen, aber das ist ehrlich wahr. So, Kollegen, jetzt fahrt ihr mal gescheit Auto oder ihr kriegt Probleme mit mir. Auf geht's. Ich wünsche euch Cancer, wenn das jetzt nicht packt. Hallo Kollegen, auf geht's. Zu meinen Freunden hier rein. So, macht's fertig. Dankeschön. Ja, wo hocken die? Live without your love! See? You have to stay! Oh! Shake it up tonight! Help that squad! Folgt mir! Folgt meinem Arsch! Ja, ich fahr erstmal im Kreis, weil ich muss ja Schwung holen. Denn ich fahre kein Auto, ich bin in einer Schleuder. Ich bin in einer Rakete. Och, Leute. Der fährt auch wieder so schnell. Ich schlaf gleich ein. Ungelogen. Auf geht's, Kollegen. Halt euch mal ran. Wir machen hier keine Undercover Investigation, ihr müsst mich umbringen, Leute, ihr werdet dafür bezahlt. Ich bitte euch, bewegt euch mal. So, Jungs. Frischfleisch. Auf Wiedersehen. Oh, fuck. Dem einen wurde das Bein weggefetzt. Ich hab ziemlich viel Defense da jetzt noch hocken.